In Bezug auf die Corona-Krise sprechen Sie davon, dass der neue Faschismus bevorstehe. Verharmlosen Sie damit nicht die NS-Zeit? Mit was die um die Ecke kommen, als erste Frage, Bro. Den juckt das gar nicht, was der darüber wirklich denkt. Denn sein Job ist es einfach nur, den Typ zu framen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein, welches heißt Andreas Popp gibt ARD ein Interview zum Thema Verschwörungstheorien. Ja, wilde Geschichte. Pop G ist in the building. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Lasst dem Video Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert diesen Kanal hier. Ich mag den Mann sehr und bin gespannt, was hier erzählt wird. Let's go. Hallo Herr Pop, schöne Grüße nach Kanada. Philipp Reichert hier. Hören Sie mich? Danke. Ja, ich höre Sie gut. Wunderbar. Den kenne ich hier, den Kandidaten irgendwie, diesen Philipp Reichert. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, öffentlich-rechtlich technisch. Weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo in irgendeiner Doku oder so. Hat der auch was mit Y-Kollektiv oder irgendwie zu tun? Irgendwas in die Richtung? Keine Ahnung, irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Wunderbar, ich spreche mal kurz mit unserer Technik, ob auch alles für die soweit in Ordnung ist. Ja. Ist alles in Ordnung an den Schaltraum? Moment, ich gucke doch mal, ob wir laufen. Agent der Matrix auf jeden Fall, ne, der Jutze. Na, einen Moment noch, Herr Popp. Ja, ja, ganz entspannt. Okay, alles gut. Super. Er ist wahr SWR-Reporter. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, Herr Popp, ich hoffe, wie gesagt, Sie verstehen mich gut. Ich sehe Sie gut, also Bild ist auf jeden Fall in Ordnung. Bei Kika, sagt einer. Echt? Schön. Vielen Dank, dass Sie uns... ja genau, dass Sie uns ein Interview geben. Herzlichen Dank dafür. Gern. Ich hatte es ja angekündigt, das ist für einen Magazinbeitrag. Also das wird nicht allzu lange. Insofern bitte ich Sie und freue mich, wenn Sie die Antworten ein bisschen präziser halten und kurz. Ja, genau. Gern. Ja, lassen Sie uns gerne beginnen. Ihre Bücher, Ihre Videos, wie laufen die aktuell? Wie laufen die im Moment? Was meinen Sie damit, wie sie laufen? Die sind, denke ich mal, ganz erfolgreich. Wir sehen auf YouTube, dass die Klickzahlen gut sind. Ja, wir sind zufrieden. In Bezug auf die... Ich mag den Andreas sehr. Der gibt mir gute Vibes, wenn ich den sehe. Corona-Krise sprechen Sie davon, dass der neue Faschismus bevorstehe. Verharmlosen Sie damit nicht die NS-Zeit? Was ein Dreckiger, oder? Sei ehrlich, Digga. Mit was für einer... Mit was die um die Ecke kommen? Als erste Frage, Bro. Also verharmlosen Sie da nicht die NS? Guck dir das an. Das sind, die wollen doch gar keine richtigen Gespräche führen. Die wollen doch einfach jemanden nehmen und sofort in eine Ecke reindrücken. Den juckt das gar nicht, was der darüber wirklich denkt. Denn sein Job ist es einfach nur, den Typ zu framen. So, du bist ein antisemitischer Verschwörungsmystiker und gehörst gecancelt. Das ist meine Aufgabe, so musst du hier aussehen. Was du wirklich denkst, interessiert mich ein Scheißdreck. Und das ist traurig. Da bin ich schon fast raus bei der ersten Frage, sag ich dir so, wie es ist. Aber ich interessiere mich dafür, wie Andreas darauf reagiert. Nein, weil Faschismus muss man natürlich auch klar definieren. Und das mache ich natürlich auch sehr deutlich. Faschismus kommt aus der Bündelung. Der Deus sagt gerade, ja, natürlich, das sind Reporter halt. Da haben wir uns auch schon dran gewöhnt, dass die so sind. Aber normalerweise sollten Reporter doch dafür da sein, investigativ zu recherchieren, Bro. Und Leute nach ihrer wirklichen Meinung zu fragen und nicht in ein Gespräch reinzugehen und den Gesprächspartner sofort in eine Ecke rein zu framen, so. Da sind wir heute hingekommen, aber das ist kein richtiger Reporter, das ist auch kein Journalist, das ist einfach nur, keine Ahnung, irgendein Handlanger, der dafür da ist, Propaganda zu verbreiten und Leute in irgendwelche Ecken reinzudrücken. Das ist ein Agent von der Matrix, Bro. Im alten Rom und das ist eine Gleichbürstung in eine Richtung und eine gleichgeschaltete Richtung der Meinung kommt, wir kennen das aus den Faszien bei der Muskulatur zum Beispiel, aus der Natur, auch die Fasern von Pflanzen und deshalb habe ich diesen Begriff natürlich sehr bewusst auch gewählt, denn diesen Faschismus haben wir ja in vielen Formen und in vielen Arten. Das ist, denke ich, richtig ich denke mal richtig auch dargestellt. Wir dürfen eines nicht vergessen. Krass, diese Parallele mit den Faszien, das wusste ich zum Beispiel wieder nicht. Da hat er wieder mir, so, ich liebe das, wie er diese Begriffe auseinander nimmt. So.
dass die Faszien alle in eine Richtung sind und dass es dann auch quasi daherkommt. Faschismus, heftig. Dass wir natürlich bestimmte Vokabeln auch unter Beschlag nehmen und sie einfach einseitig abschalten. Deshalb sind sie erklärungswürdig und deshalb lege ich großen Wert auch auf diese Erklärungen, weil ich mir aber tatsächlich große Sorgen mache, dass wir genau wieder solche Zeiten bekommen könnten, wie damals die Zeiten waren, die uns ja so viel Sorge machen. Aber Sie sprechen explizit von Ermächtigungsgesetzen. Das ist ein eindeutiger Begriff in Bezug auf den Aufstieg Adolf Hitlers. Also keine Verharmlosung der NS-Zeit? Ja, natürlich, es sind Ermächtigungen, die stattfinden. In dem Moment, wenn das Grundgesetz ausgeschaltet wird und sich eine politische Liga die Macht quasi übernimmt und dabei auf Daten, wir wollen mal ganz kurz auf die Daten kommen, das ist das RKI, das Robert-Koch-Institut. Das ist halt die ultimative Keule bei uns in Deutschland so. Die ultimative Keule. Jeder, der nicht reinpasst, du ziehst doch Vergleiche zur NS-Zeit. Du bist doch ein verkappter Nazi, ein Faschist. So. Du bist ein Antisemit. Du magst eine gewisse Religion nicht, weil du sagst, ey, finde ich ein bisschen schwierig, wenn teilweise Grundgesetze verändert werden in der Corona-Pandemie und Leute nicht mehr demonstrieren dürfen, beispielsweise. So. Fuck that shit, bro. Welches von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert wird zu einem Teil. Das gilt auch für die Charité. Und wenn wir dann eben halt die Grundlagen dafür sehen, Ermächtigungsgesetze könnten ja auch was Sinnvolles sein, wenn sie das Volk schützen vor bestimmten Dingen. Aber hier arbeitet man ja mit Daten und Mechanismen, die anzuzweifeln sind. Und wir nehmen diese Tests, die man dort macht, die medizinisch nicht zugelassen sind, die Zahlen, die abhängig sind von der Anzahl der Untersuchungen und nicht davon, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind. Wir sehen, welche Krankheitsbilder dort genannt werden. Diese Zahlen könnte man nach Belieben hin und her drehen, wie man lustig ist. Also ich sehe hier natürlich keine Grundlage dafür. Und wenn man auf mangelnder wissenschaftlicher Basis mit auch Menschen zu Hause einsperrt und deren Freiheit wegnimmt, dann ist es Faschismus, Bro. Institutionen, das muss man einfach so sagen, denn wenn jemand finanziert wird von einer Gruppierung, die in einem Bereich tätig ist, die zum Beispiel zur Pharmaindustrie gehört, dann muss man schon hinterfragen dürfen, ob das alles rechtens ist, was da läuft. Und insofern kann ich da eine Ermächtigung schon erkennen. Genau so, Bruder. Strong. Pop G in den Chat, Digga. Ich liebe den. Und es ist für Sie vertretbar, den Aufstieg Adolf Hitlers mit dieser Corona-Pandemie. Das habe ich. Ey, Bruder, ja, ich werd da. Bro! Bro! Was ist los mit dem Jungen? So dreckiges Spiel. Das ist so ein dreckiges Spiel. Der will den nur irgendwie in diese Nazi-Ecke reindrücken. Das ist seine Aufgabe. So. Da wird gar nicht zugehört, da wird gar nicht drauf eingegangen, was der gerade gesagt hat. Ja, so, das ist dann für Sie dann auch, dass man den Aufstieg von Adolf Hitler. Und es. Ist für Sie vertretbar, den Aufstieg Adolf Hitlers mit dieser Corona-Pandemie? Das habe ich nicht gemacht. Das ist so ein ekliger. So ein ekliger. Im Dritten Reich spielte das Robert-Koch-Institut eine große Rolle. Ich meine, insofern würde ich da eher die Frage stellen, wie man bei, oder auch mit der, wie heißt die andere Stiftung, die dort auch mit. Leopoldina beispielsweise, die auch im Dritten Reich im Bereich der Rassenforschung und der Rassenhygiene ganz aktiv waren. Also die Problematik ist natürlich, dass man jeden Begriff, den man hat, gerne mit dem Dritten Reich verbinden kann, aber dann müsste das RKI dringend raus und auch die Leopoldina müssten dringend raus, weil sie eine wirklich intensive Rolle im Dritten Reich gespielt haben. Also wenn wir auf der Ebene, aber wir wollen uns ja... So, und auf die Daten greifst du zurück und propagierst sie an die Gesellschaft raus, Majuster. So, soll ich dir jetzt auch vorwerfen, dass du ein Cousin von Hitler bist oder was, Junge? Über vernünftige Fakten unterhalten, das macht ja mehr Sinn als diese Urteile aufgrund irgendeines Vokabulars. Das bringt uns ja nicht weiter, denn dafür ist die Lage in unserem Land aus meiner Sicht zu ernst. Ist Ihnen bewusst, dass Menschen, die Ihren Theorien folgen, die Bücher lesen, die Videos schauen, dass die völlig ins soziale Abseits gedrängt werden? Das weiß ich nicht. Wie kommen Sie darauf, dass die ins soziale Ey, ist das Hardcore, Bro. Das ist doch Hardcore. Also jeder, der dem zuhört, der wird ins soziale Abseits gedrängt.
Das ist ein heftiges Framing, Bro. Werden. Die Frage ist Hammer die, wir unterliegen natürlich einer Massenmanipulation. Das wissen wir alles. Das ist auch nicht ganz neu. Und ich wüsste nicht, aus welchem Grunde ich irgendetwas Dramatisches sage. Ich weiß, dass man mich jahrelang als links verordnet hat, weil ich eben halt aus der Linken, es wird mir sehr oft gesagt, aus rechten Kreisen bin ich ja der dramatische Linke. Das ist ja das Interessante. Und jetzt kommt die Situation, dass man dann, wenn man seinen ethischen Kompass beibehält, plötzlich in die rechte Ecke kommt. Und das sind ja die Medien, die die Menschen ins Abseits drängen, nicht wir. Wir reden ja offen darüber und aus diesem Grunde müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass hier... So einer wie er ist dafür verantwortlich, weißt du, wie ich meine? Der die Frage gestellt hat. Du sorgst dafür, dass Menschen in eine gewisse Ecke reingedrückt werden oder sozial ausgegrenzt werden, indem du in deinem Verein da propagierst, dass alle Menschen zum Beispiel, die sich nicht impfen lassen haben, Menschen zweiter Klasse sind und gecancelt werden müssen. Beleidigt werden müssen, an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden müssen, ihre Jobs verlieren und diese ganzen Sachen so. Da hast du mitgeholfen, mein Jutster. So. Das ist doch nicht jetzt seine Schuld, weil er Aufklärungsarbeit leistet, weißt du? Natürlich Ursache und Wirkung natürlich verwechselt wirst. Die Medien drängen sich schon ins Abseits. Das sehe ich schon, aber nicht wir. Wir reden offen. Wir sind auch zu einem wissenschaftlichen Diskurs bereit. Der wird definitiv nicht zugelassen. Das sehen wir durch die mediale einseitige, ganz klar einseitige und aus meiner Sicht auch tendenziösen Berichterstattung. Ich kann es nicht anders nennen. Geben Sie mir Beweise, wo Sie zum Beispiel vernünftig über Wodak und andere Menschen gesprochen haben, über ernstzunehmende, hochrangige Wissenschaftler, die beispielsweise die offizielle verkündete Wissenschaft zu widerlegen glauben. Ich sage bewusst glauben. Das bedeutet, dass man jetzt an der Stelle in einen wissenschaftlichen Diskurs kommen muss. Stattdessen werden diese Menschen dann abgeurteilt. Das schafft Abseits und Spaltung aus meiner Sicht. Ja. Das heißt, wenn Menschen auch wegen ihrer Inhalte, wenn sie daran glauben, ins Abseits gelangen, spüren sie da keine Verantwortung? Welche Inhalte meinen Sie? Nennen Sie mir irgendwelche Inhalte, die in irgendeiner Form gegen irgendetwas verstoßen, die in irgendeiner Form verharmlosend sind, in irgendeiner Form totalitär sind, in irgendeiner Form spalten. Nennen Sie mir irgendeinen Inhalt, den ich genannt habe. Dann kann ich darauf antworten. Was meinen Sie? Na, ich meine Ihre Bücher, angefangen bei Brot und Spiele bis hin zu den Videos jetzt, die ja ein klares System erzeugen, an das die Menschen dann glauben. Also wie kommen Sie darauf? Ich meine, wir haben den Plan B beschrieben und das ist eine wissenschaftliche Abhandlung und es ist tatsächlich so, dass ich die Frage stelle, warum gibt es so wenig Ultrareiche und warum gibt es so viel Massenarmut? Das sind eigentlich linke Positionen, die ich vertrete. Das stimmt, wenn Sie... Der hat ja auch keine Ahnung, was der überhaupt geschrieben hat wahrscheinlich, ne? Der fragt ihn, was meinst du denn genau? Ja, dein Buch. Das ist ja dein Buch, Bro. Jetzt also eine linke Haltung vorwerfen, muss ich auch damit leben. Wir haben die Situation, über enorme Gelder zu verfügen, aber die Gelder konzentrieren sich auf immer weniger Menschen und Sie sind auch davon betroffen, vermutlich nicht zu denen gehören, die zu den Milliardären gehören. Und insofern ist es, denke ich mal, eine logische Frage, die man stellen muss, das zu Ungerechtigkeiten führt. Gehen Sie mal ein paar Jahrzehnte zurück und stellen Sie fest, dass damals mit einem Gehalt eine Familie ernährt werden konnte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben mehr Geld auf der Erde, als es jemals gab und noch niemals so viel Armut gehabt und Ungerechtigkeit in der Verteilung. Wo ist da irgendein Hintergrund zu interpretieren, der irgendetwas spaltet, wer die Fragen stellt? Ich bin mit dem Club of Rome da komplett übereinander. Also ich meine, das sind linke Positionen, die ich hier vertrete. Das stimmt. Wirft man mir übrigens auch immer wieder vor von der anderen Seite. Wir hören von Menschen, die angefangen haben, auch mit ihren Büchern und dann in verschiedene Theorien, die, wie Sie sagen, selbst reingerutscht sind und ins Abseits gedrängt wurden. Von welchen Menschen hörst du das denn? Theorie, nennen Sie mir Familie. Ja, ich möchte konkrete. Das ist einfach hundertprozentig, einfach 1 Million%ig erstunken und erlogen, was der da gerade sagt. Wir hören von Menschen, die durch sie dann sich in irgendwelchen Theorien verloren haben und familientechnische Probleme hatten. Du lügst. Du kennst nicht einen von denen und du hast dich nicht mit einem von denen unterhalten. Theorie. Nennen Sie mir eine Theorie konkret, die Sie meinen. Das ist ja jetzt so allgemein. Ihre Inhalte. Welche Inhalte? Ihre Inhalte. Oh, ey, Bro, da komme ich in Wallung, Digga. Ich schwör's dir, ich halte mich so krass zurück. Ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Ihre Inhalte. Was? Was, Bro? Inhalte. Welche Inhalte? Welchen Inhalt meinen Sie? Verschwörungstheorien, rechts, Nazi, Hitler, Rothschild, Bro.
Ja. Na, ihre Inhalte in Bezug auf das Finanzsystem, ja, Forderung, dass es eine geheime Regierung gibt, die Fäden zieht, etc. Deshalb nochmal die Frage, sehen Sie da eine Verantwortung bei sich? Ja, ich hoffe doch wohl. Ich fordere Gerechtigkeit. Ich fordere eine Gerechtigkeit in der gleichmäßigen Verteilung des Geldes. Ich fordere Gerechtigkeit im Prinzip in der Freiheit der Menschen. Dazu stehe ich, ja. Was ist daran so verkehrt, verstehe ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Sowas ist daran auch gefährlich. Gefährlich ist das, was dein Kanal macht, so. Leute, Menschen in eine Richtung framed, irgendwelche Propaganda-Dinge verbreitet, die gar nicht wahr sind und so. Und das ist doch viel gefährlicher als ein Typ, der versucht, sich sein eigenes Bild zu machen, seine Meinung zu entwickeln, darüber Bücher zu schreiben. Jeder kann doch selber entscheiden, was er sich reinzieht und was nicht. Und das steht auch dazu, dass ich natürlich an der Stelle sehr, sehr kritisch bin gegenüber dem System, weil ich dort eben halt ein großes Unrecht aufkommen sehe. Aber das bin nicht nur ich, das ist Professor Bhakti, das sind ja unendlich viele mittlerweile. Hier, wir sind auch da, Bro, mach dir keinen Kopf. Professoren und Experten aus oberster Liga, die diese Dinge eben halt regeln und steuern und die das auch sagen, dass das eben halt falsch ist, was da läuft. Und ich sehe eine immer wiederkehrende Gruppe, die mit dem Begriff kommt, was weiß ich, Verschwörung. Und wer andere Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, der nimmt ja für sich den Anspruch der Wahrheit in Kauf. Und wenn einer den Anspruch der Wahrheit für sich in Kauf nimmt, dann outet er sich der Tyrannei, weil er in dem Moment stark nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Menschen einen Diskurs zu führen, Kompromisse einzugehen, sondern er wertet sie ab und führt keine Kommunikation mehr. Und das ist totalitär und das ist tyrannisch. Und das sehe ich. Wer also den Begriff Verschwörungstheoretiker für andere Menschen anwendet, der muss sich gefallen lassen, sich der Tyrannei zugehörig zu fühlen. Eindeutig. Wie wollen Sie es denn sonst bezeichnen? Und jetzt sehen Sie mal die ganze mediale Situation. Denn wir an das Bundesministerium. Keine anderen Argumente mehr. Dann kommt die Verschwörungstheoretiker-Keule, dann kommt die Nazi-Keule, dann kommen diese ganzen Keulen, weil die einfach nicht vernünftig normal argumentieren können. Innere. Das zeigt sehr viel über die Menschen, die diese Begriffe benutzen, ne? Sehr, sehr viel. Und er hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Also da muss auf jeden Fall ein Talk her mit dem Mann. Was Herr Seehofer dort beispielsweise gemacht hat, er hat seine Mitarbeiter aufgefordert, möglichst offen zu sein, sich eigene Gedanken zu machen, Rückgrat zu zeigen, Zivilcourage zu zeigen. Ein hoher Beamter hat es dort getan, kam aber offensichtlich nicht durch mit seinen Thesen, weil er gesagt hat, wir zerstören die Wirtschaft, wir zerstören die menschliche Zukunft, die Renten werden runterfallen. Wovon sollen die Arbeitslosen noch bezahlt werden? Was passiert denn mit dem System, was dermaßen gegen die Wand genagelt wird? Das kann nicht funktionieren. Und an der Stelle, was kommt von den Medien? Es kommt nichts. Ein Skandal sondersgleichen. Wie will man es denn anders bezeichnen? Und dann wenden sich die Leute natürlich auch an alternative Portale. Und ob die alle richtig sind, ich spreche ja nicht für alle alternativen Portale. Ich spreche ausschließlich für mich und für die Wissensmanufaktur. Du hast noch eine Meinung, mein Jutster. Und das ist halt gefährlich für solche Leute. So, die müssen in die Ecke gedrängt. Wir müssen als Verschwörungstheoretiker degradiert werden, weil eigene Meinung ist schwierig. Das müssen wir auf allen Ebenen bekämpfen. Nicht, dass die Menschen in der Bevölkerung noch auf die Idee kommen, dass sie eine eigene Meinung haben dürfen, Bro. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin, wenn die Menschen eine eigene Meinung haben, Bro? Ah, das geht natürlich nicht. Und dass Menschen, die diesen Inhalten folgen, ins Abseits gelangen, sehen Sie da eine Verantwortung? Jetzt drehen Sie sich im Kreis. Ich will konkret, ne? Der Typ hat gar keine Ahnung. Vom Tuten und Blasen hat der keine Ahnung, der Typ. Der hat die Aufgabe bekommen, hier Andreas Popp als rechten Nazi-Verschwörungstheoretiker frame, fertig. Muss dir kein Buch durchlesen oder stell einfach immer wieder die gleichen Fragen. Frag ihn einfach wegen Hitler und wegen sozialer Ausgrenzung und diese ganzen Sachen so und dann passt das schon. Mir konkret einen Inhalt. Ein Inhalt, dass ich fordere Gerechtigkeit für die Menschen. Das ist der Inhalt. Jetzt sagen Sie mir, wo ich Unrecht für die Menschen fordere. Nennen Sie mir ein einziges Beispiel. Das ist mir zu einfach. Ich bin gerne bereit. Ich bin wissenschaftlich arbeitend. Und jetzt sind Sie in der Verantwortung. Denn wir können das Ding ja regeln und lösen. Mir geht es darum, Sie sind in der Verantwortung. Stell doch mal eine vernünftige Frage. So. Eine schöne, vernünftige, geradeaus Frage, wo man das Gefühl hat, du interessierst dich für seine Meinung. Verantwortung, jetzt mir zu sagen, was ist falsch. Ich bin übrigens auch bereit, wenn wir feststellen, dass ich an irgendeiner Kante einen Fehler mache, können wir gern darüber reden, weil ich nenne niemanden Verschwörungstheoretiker. Ich nenne einfach nur, ich teile einen in abhängig und unabhängig. Ich bin unabhängig und Sie müssen das für sich selbst entscheiden. Ich sage, es geht nicht darum, ob die Inhalte falsch oder richtig sind. Aha. Die Frage ist, Sie sprechen zum Beispiel davon, dass es eine geheime
Menschen oder Menschen gibt, die Fäden. Der Typ, Bruder, das ist eine Gefahr der Menschenmasse, kleine Gruppe, Rothschild. Geheime Mächte, die vorhaben, eine Weltregierung, davon sprechen sie in dem Video. Wir hören von Menschen, die diese Inhalte glauben, davon überzeugt sind, dass... Bro, da hat George Bush sein Vater schon vor Jahrzehnten drüber geredet. Was erzählst du denn hier, mein Jutster? Zunehmend verfolgt fühlen, dass die wenig Kontakt mehr zum sozialen Umfeld haben, zum Arbeitgeber. Sehen Sie da eine Verantwortung? Mal diese Frage. Ganz klare Antwort, nein, weil ich das gar nicht tue. Ich sage nicht, dass wir eine geheime Agenda haben, eine Einweltregierung. Das sind Frau Merkels Worte, das sind Bill Gates Worte. Er stellt sich ins Fernsehen, kriegt eine Sondersendung in Tagesthemen und ist ein Privatier und hat eine 10-minütige Sendung, in der er sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen. Wer ist wir? Ich meine, ich bitte Sie. Verstehst du das, Digga? Er hat es selber gesagt, Bro. Und er ist nicht der Einzige. Klaus Schwab, George Bush, Merkel, Gates. Es ist keine Verschwörungstheorie mehr. Das ist offiziell das Ziel von diesen Leuten. Eine Weltregierung. Da müssen doch die Fragen kommen. Und wer die Medien verfolgt, wir leben hier in Nordamerika, wir verfolgen die Medien. Und wir sind nicht pauschal auf der Linie Trump bashen oder Putin bashen, aber auch nicht das Gegenteil. Wir sind eben halt an der Stelle, glaube ich, objektiv. Das Problem der... Selbstdenker, du bist ein Selbstdenker, Bro. Und damit haben die ein Problem. Wie gesagt, das müssen die unterbinden. Vesio. Ist nicht, dass sie lügen. Das wäre mir zu kurz. Ich würde sie niemals als Lügenpresse bezeichnen. Nein, es ist viel schlimmer aus meiner Sicht. Die Medien aus diesem System haben... Ich finde das so krass, dass das sind die Medienvertreter von den öffentlich-rechtlichen Medien, die wir alle bezahlen, so, ne? Mit diesen GEZ-Gebühren. Das sind unsere Vertreter, also die machen quasi Journalismus für uns. Die sollen uns angeblich aufklären. Und das Traurige dabei ist, dass noch ein Großteil der Bevölkerung in diese Medien vertraut. Und wenn irgend so ein Typ bei ARD irgendwas in diese Richtung erzählt und so einen schäbigen, dreckigen, unseriösen Journalismus führt, so, wir bezahlen den Typen, das musst du dir mal reinziehen, wir bezahlen den Typen und Leute sitzen zu Hause und vertrauen dem, was er sagt, so. Die gehen nach so einem Talk, gehen die raus und dann sagen die, ja, hier, dieser Pop ist ein Nazi. Das musst du dir mal klar machen, das musst du dir mal überlegen, das ist wirklich, das ist Fact. Weißt du, was ich meine? So, das ist traurig. Bro, das ist einfach nur traurig. Also da fehlen mir echt teilweise auch die Worte, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ein Interesse an der Wahrheit, das ist eine tendenziöse Bildvermittlung, eine Oberschullehrersituation, die muss ich Ihnen sagen, und die drängt die Leute ins Abseits. Wenn nämlich Leute noch klar denken und dann eine gleichgeschaltete, gleichgebürstete, gleichstromlinienförmige Situation, wie Sie es vertreten müssen, das gehe ich mal von aus, ich bin übrigens nicht... Wie Sie es vertreten müssen, stark gesagt, Bro. Sie persönlich, um Himmels Willen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich möchte nur einfach... Der hat keine Meinung, der darf nicht seine eigene Meinung haben. Der muss einfach nur ein NPC sein und die Propaganda streuen. Ganz klar, dass wir in einem freien Land... Wie willst du jemanden persönlich nehmen, der gar keine Persönlichkeit hat? Weißt du, was ich meine? Geht ja nicht. Und ich dann weiterhin das Recht haben muss, meine friedlichen Thesen... Unsere Thesen, meine Thesen sind ausschließlich auf Frieden ausgelegt. Hören Sie sich den Plan B als Hörbuch an. Dann werden Sie feststellen, da ist nichts Aggressives drin. Es gibt nicht Täter und Opfer. Es gibt Systeme, die Eigendynamiken auslösen und die führen zu dieser Ungerechtigkeit. Wir lösen das auf wissenschaftlich und sagen, es gibt Möglichkeiten, das zu lösen aus unserer Sicht. Da können Fehler drin sein, können wir gern drüber diskutieren, sind wir offen, weil wir andere Menschen, die andere Meinungen haben, eben halt nicht ablehnen. Aber es kommt nicht zu einem Diskurs, der vernünftig wäre im Sinne der Menschen, sondern an einer Aburteilung. Und dann werfen sie den Menschen vor, dass die Leute, die klar denken, die anderen Klardenker ins Abseits treiben. Nein, das sehe ich anders. Vielen Dank, Herr Popp. Sehr gerne. Wie gesagt, herzliche Grüße nach Kanada. Ja, Mann, Jörg, ich schwör's dir. Dankeschön. Alles. Du bist doch durch, Digga. Der ist doch durch, Bruder. Wie heißt der? Philipp Reichert, Bro. Junge, ey. Das erinnert mich an diesen einen Typen vom Weiß-Magazin, der unbedingt mit dem Tate ein Interview haben wollte, den die so verarscht haben auch. Also man muss so eine Leute mal richtig mal hops nehmen. Sag ich dir ehrlich. Also auf lustiger Basis jetzt, ne? Mann, Kinders. Allein die erste Frage, da war ich schon fast raus, ne?
YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.